Servus und willkommen schon wieder zurück in der Bundesfilmanstalt. Ja, zurzeit geht es ja mit den Videos hier ratzfatz, aber ich habe auch immer im Moment einen Haufen Zeug, das ich euch zeigen kann und natürlich auch möchte. Und zwar geht es heute um ein Paket von, ihr seht es schon, Koch Media. Und zwar habe ich natürlich auch, ich konnte nicht widerstehen, bei der Osteraktion von Koch Media mitgemacht. 3 für 2 gab es. Und ja, da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Nicht allzu wild, aber ein bisschen was. Und das Paket liegt hier schon ein bisschen. Und wir machen es mal jetzt zusammen auf und schauen mal, was drin ist. Also ich weiß natürlich, was drin ist, aber ihr noch nicht. Deshalb, wie immer, mit unserem guten Messer von Aldi. Und schaut mal, das müssen wir uns ja schon mal anschauen. Also Koch Media, ne, die verschicken halt, ne, Amazon, guck mal, wie man Sachen auch verpacken kann. Ja, sogar nochmal mit diesen Plastikstreifen da umwickelt. So, dann machen wir das mal auf hier. Vorsichtig. Rechnung drin. Das ist hier noch mal alles schön mit Luftpolster ausgepolstert. Also ich kann euch nur empfehlen, bestellt öfter mal. Ich habe nämlich ja jetzt das hier direkt beim, ist ja logisch, weil die Koch-Osteraktion direkt im Label-Shop bestellt. Und ihr seht, im Gegensatz zu Amazon verschicken die das ordentlich eingepackt. Das ist doch was. Und wir haben, sind insgesamt 3 Media Books, und zwar einmal Tank Girl in der Cover Variante erschienen am 27.02.2020 schon ein das ist so ein, also ich kenne alle Filme, die ich euch jetzt zeige, noch gar nicht. Ich habe mir nur ein bisschen Trailer angeschaut im Vorfeld. Und das ist so ein bisschen so ein Mad Max-Verschnitt, glaube ich. So ein Endzeit-Streifen aus dem Jahr 1995. Und Regie geführt hat hier Rachel Talalay. Moment mal, Rachel Talalay, die hatten wir doch erst, genau, das ist die Regisseurin von Der Killer im System. Den habe ich euch ja erst gestern, ich glaube gestern, im Grot geschaut, gezeigt. Also, wieder Rachel Talalay, dann kann es ja nur gut werden, denn Der Killer im System hat mir hervorragend gefallen. Lori Petty spielt hier mit, die kennt man wohl aus Free Willy und Gefährliche Brandung. Ice-T ist hier mit dabei, den kenne und liebe ich ganz besonders aus der Fernsehserie Law and Order Special Victims Unit. Der ist natürlich in ganz vielen Filmen dabei. Ice-T kennt wohl jeder. Naomi Watts haben wir hier mit dabei. Die ist ja gefühlt auch in jedem Film dabei. Und Malcolm McDowell, Horrorfreaks kennen den mit Sicherheit als Dr. Loomis aus den beiden Halloween-Filmen von Rob Zombie. Also wir haben hier ein ganz schönes Aufgebot an Stars. Wie gesagt, es ist wohl so ein Mad Max-Verschnitt, Endzeitstreifen. Ich bin total gespannt drauf. Der Trailer hat super ausgesehen, bisschen abgefahren, bisschen crazy. Man sieht schon auf dem Cover, ich glaube, es gibt 2 verschiedene Cover-Varianten. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich von allen Sachen, die ich euch hier zeige, die Alternativ-Cover, die es noch gibt, irgendwo hier mit einblende. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Genau. Aber schauen wir uns jetzt dann gleich noch in der Detailansicht an. Also einmal Tank Girl. Dann haben wir, der hat mich auch sofort angesprochen, hier mit Tony Curtis und Susan Strasberg, der Manitou, beziehungsweise hier unter dem Alternativtitel Lasersturm. Das ist doch cool, oder? Der hat so viele Alternativtitel. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Super Zombie heißt er wohl auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier der Originaltitel eigentlich? Keine Ahnung, der Manitou auf jeden Fall.
Das kam raus. Das ist eine alte Gurke aus dem Jahr 1978. Hier erschienen am 30.05.2020. Das ist Cover D. Es gibt tatsächlich von dem Film hier vier verschiedene Covermotive. Regie hat hier William Curdler geführt. Wie gesagt, mit Tony Curtis. Den kennt man natürlich auch. Das sieht mir hier so aus wie ein, also der, wie ich es jetzt im Trailer gesehen habe, das erinnert mich so ein bisschen an Amityville Horror oder gemischt mit Exorzist und irgendwelchen coolen Effekten mit Blitzen und Zeug und deswegen heißt es wahrscheinlich auch Lasersturm. Das Cover hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das sieht echt cool aus. Wir schauen es uns ja danach eh noch ein bisschen genauer aus. Das ist auch das, was mir am besten gefallen hat von allen vier Covern. Auf jeden Fall auch super interessant. Und als vierten Film, das ist ein richtiger Klopper, das Mediabook. Killer Clowns from Out of Space. Der steht eigentlich schon lang auf meiner Liste, den wollte ich schon lang mal haben. Der heißt eigentlich Space Invaders, glaube ich, ist aus dem Jahr 1988. Regie ist hier Steven Chiodo. Und hier spielt mit Grant Kramer. Der sagt mir eigentlich gar nichts, aber ich habe nachgelesen, der wird mit dabei sein oder ist mit dabei im ganz aktuellen Film, beziehungsweise der sollte, ich glaube, dieses Jahr, kommt er dieses Jahr raus, Willy's Wonderland mit Nicolas Cage. Das Mediabook gibt es schon länger, 28.11.2019. Hier, das sieht doch auch cool aus. Das ist aber so ein fettes Mediabook. Das hat Koch früher noch gemacht. Ich glaube, inzwischen machen sie die Fetten nicht mehr. Nicht mehr so. Ja, die drei Teile, die drei habe ich mir geholt in der Aktion. Jedes davon hat gekostet 24,99, also knapp 25 Euro. Und eins davon war natürlich gratis, also 50 Euro im Endeffekt für drei Mediabooks. Das ist doch ein ordentlicher Tarif. Und die Dinger wollte ich eh haben. Die Filme sehen super interessant aus. Tolle Titel, glaube ich. Und ja, bevor ich jetzt hier noch ewig laber, es dauert jetzt schon wieder fast 10 Minuten hier. Es wird ein bisschen länger dauern, denn wir packen alle drei aus. Wir machen jetzt so ein Combo-Unboxing mit allen drei auf einmal, dass wir hier mal ein bisschen was schaffen in einem Rutsch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Detailansicht. So, dann legen wir mal los hier mit unserem ersten Mediabook mit Tank Girl. Machen wir das Ganze mal auf hier. Und ich sehe schon eine Besonderheit. Nämlich, hier ist eine J-Card rum. Guck mal. Hier ist eine J-Card rum, die ist auch nicht festgeklebt oder so. So. Das ist ungewöhnlich für Koch Media, weil die normalerweise immer noch Aufkleber vorne drauf bappen. Also wir haben jetzt hier die J-Card. Hier stehen unsere Schauspieler. Lori Pretty. Pity, nicht Pretty. Ja, Pretty ist sie auch, aber Ice-T, Naomi Watts und Malcolm McDowell. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren. Und hier steht der Film mit dem Känguru. Ja, da bin ich gespannt drauf, wo das Känguru ist. Hier haben wir die Rückseite der J-Card. Könnt ihr gerne mal anhalten und euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich muss ja wieder mit dem Licht aufpassen, weil ja jetzt auch wieder hier die Deckenlampe an. Die spiegelt dann immer noch zusätzlich. Extras, was haben wir alles an Extras drauf? Deutscher und englischer Trailer, Audiokommentar von Darstellerin Lori Pitty und Regisseurin Rachel Talalay. Interview mit Lori Pitty, Interview mit Rachel Talalay, Interview mit Designerin Catherine Hardwick. Making of Featurette, Bildergalerie mit seltenem Werbematerial, Booklet von Peter Osterrich.
und natürlich hier die Angaben zum Film. Das kennen wir ja, EAN-Code und ne, das, was man halt da so braucht. Dazu Blu-ray und DVD hier natürlich mit am Start. So, und ich gehe mal davon aus, und jetzt sehen wir natürlich unser schönes Artwork hier. Knallgelbes Mediabook, passt natürlich super hier zu dem blauen Gesicht und sie streckt hier die Zunge raus. Tank Girl hier in rosa, mir gefällt's. Und auf der Rückseite haben wir wahrscheinlich den Tank, den Panzer, in so einem, ja, diesen blau-weiß-roten Kreis. Was ist das für ein Symbol? Weiß das jemand? Kann mir das jemand sagen, was das für ein Symbol ist? Ich kenne das irgendwo hier, blau-weiß-rot, dieser Kreis. Das ist das Bein. Hier, Tank Girl. Na, jetzt nicht murksen hier. Sieht auch nett aus. Das ist hier hochkant geschrieben. Natürlich haben wir hier, wie üblich eigentlich bei Koch Media, erstens mal natürlich von der Größe her, das ist Blu-ray-Höhe. Viele beschweren sich ja immer drüber, dass die Koch Media hier dieses spezielle Format macht. Mich persönlich stört es eigentlich nicht. Das ist schon okay. Die haben halt, die ziehen halt so ihren eigenen Stiefel durch. Das passt schon. Was mich eher stört, ist, dass Koch Media fast ausschließlich so glänzende Mediabook macht. Ihr seht das schon, wenn ich das hier reinhalte, das glänzt wie Sau. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und hier ist eine Ecke so ein kleines bisschen angekrabbelt. Aber das geht noch. Da mache ich jetzt hier kein Fass auf. Ja, und dann schauen wir, also wie gesagt, glänzende Folierung hier oder was das ist auf dem Mediabook. Ist halt nicht, ich mag halt matte lieber. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, dann haben wir hier die erste Seite. Hier geht's los. Da haben wir auch die Disc wieder in diesem Design hier mit diesem Kreis. Blau, weiß, rot. Und hier ein durchgehendes Innenmotiv. Das sieht doch ganz nett aus, finde ich. Und auf der hinteren Seite, war das jetzt eigentlich die Blu-ray oder? Genau, vorne war die Blu-ray drin, hinten haben wir die DVD in grün. So, nett in grün. Ja, DVD braucht halt eigentlich keine Sau, aber es ist halt so. Die meisten Label machen halt trotzdem immer noch Blu-ray und DVD rein. Und dann haben wir hier nochmal ein anderes Motiv hier mit dem Tank Girl. Und das sieht eigentlich gut aus, gefällt mir auch von den Farben her. Das ist bewusst so ein bisschen, ja, das ist natürlich ein Stilmittel hier, dieser Effekt, dass das aussieht, als wäre es irgendwie auf Leinwand oder so drauf. Weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber ja. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. Wie gesagt, ich kann euch noch nicht so viel zu den Filmen sagen, weil ich sie selber alle noch nicht kenne. Aber eben das hier ist so ein, wird so ein Mad Max-Verschnitt sein. Und hier, das kennen wir natürlich bei Koch Media. Ne, die erste Seite ist immer hier verbappt mit dem Deckblatt hier. Das ist halt ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ich weiß es einfach nicht. Hier sehen wir unser Tanker und den Schriftzug. Und hier geht es gleich weiter mit einem netten Foto. Ich gehe davon aus, das Booklet ist getackert. So, wie Tank Girl ins Kino kam, hier eben nochmal der Hinweis auf Peter Osterried, der das Booklet geschrieben hat. Immer ein paar Zitate sind hier mit dabei von der Regisseurin. Also hier sind immer so Zitate mit dabei, die sind hier in so einem Kästchen, das haben sie gar. Und hier auch mit dem Hintergrund, das finde ich eigentlich ganz schön. Und hier die Seitenzahlen so ein bisschen mal an unterschiedlicher Position. Wir haben auch nochmal ein schönes Foto hier mit dem Malcolm McDowell. Mal schauen, dass das hier passt mit der Beleuchtung. Da muss man halt immer ein bisschen rumwursten, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Ich möchte es jetzt auch nicht zu langsam machen, weil wir ja drei Stück insgesamt haben. Das ist auch ein cooles Foto, gefällt mir. Heute denke ich, Tank Girl ist so etwas wie ein Vorläufer von Deadpool. Wir waren unserer Zeit voraus. Okay, ist auch interessant. Deadpool fand ich eigentlich ganz gut, obwohl ich gar nicht so der Marvel-Fan bin. Das ist ja auch ein cooles Foto hier. Guck mal. Oh, das Ding ist
Das ist nicht getackert, das ist... Oh, was ist das hier? Das ist gebunden, aber hier hängen schon... Da hängt ein Faden rum. Guck mal, seht ihr den Faden hier? Das ist ganz schön geschlampert, Kochfilms. Ganz schön geschlampert. Und hier ist schon die letzte Seite, ist natürlich hier auch wieder so ein bisschen komisch zusammengebappt. So, dann machen wir die Discs gleich wieder rein hier. Dann haben wir das erste schon abgefrühstückt. Also, Mediabook gewohnt, wie bei Kochfilms. Wir kennen es ja inzwischen so von Kochmedia. Ne? Also, ein bisschen geschlampert haben sie hier mit der Verarbeitung und das hier mit dieser ersten Seite hier. Das ist halt immer ein bisschen Murks. Ich weiß nicht, Koch, ich mag euch, aber das ist halt so ein bisschen ein Scheiß immer mit euren Mediabooks. Aber naja, packen wir es mal da derweil wieder in die J-Card. Und wir machen weiter mit dem nächsten gleich, nämlich hier Lasersturm, dass wir hier weiterkommen. Das Video wird eh ewig lang. Ich sehe es schon auf uns zukommen. Muss hier mal ein bisschen Gas geben. Aber obwohl, ihr guckt doch bestimmt gerne lange Videos, oder? Zumindest meine. Lasersturm. Und hier typisch für Koch. Aufkleber. Aufkleber drauf. Kriegen wir den ab? Schauen wir mal. Na, ich lasse ihn jetzt mal drauf. Ich nehme da gerne einen Föhn und mache das ein bisschen warm. Bitte nehmt keine Heißluftpistole, ja, weil dann brutzelt ihr euch das ganze Mediabook weg. Aber ein Föhn ist nicht schlecht, dann kann man den Aufkleber ein bisschen warm machen, weil gerade wenn die schon ein bisschen älter sind, dann bappen die wie Sau und dann kann man sich da durchaus was kaputt machen. Deshalb nehmt einen Föhn, macht es ein bisschen warm, dann geht das ohne weiteres ab. So, Lasersturm, der Manitou, das ist doch ein cooles Motiv, oder? Ich finde das klasse, das sieht toll aus. Hier mit diesem Flammenviech, das ist wahrscheinlich der Manitou. Und hier die Frau da, der hier einen Arm aus dem Rücken raus wächst. Das ist doch cool. Auf der Rückseite sieht es so aus. Oh, das spiegelt halt alles, ne? Mit diesen Hochglanz-Media-Books. Hier. Ich halte euch das mal rein. So, was haben wir denn hier eigentlich alles drauf? Interview, also diverse Interviews. Die Super 8 Fassung ist hier mit dabei, Blu-ray exklusiv steht hier drauf, TV-Spots, Bildergalerie und ein 20-seitiges Booklet von Oliver Nöding haben wir jetzt in dem Fall. Da unten sind wieder die Credits und der EAN-Code und natürlich hier das Spine. Ja, nichts Besonderes, ist halt ein Spine, steht Lasersturm drauf. Ja, gucken wir mal rein, oder? Das ist natürlich auch wieder Hochglanz, gleiches Format wie auch Tank Girl schon. Nichts. Wovor man sich fürchten müsste. Und dann geht's los. Oh, das knackst und knirscht schon. Hier der Manitou. Das ist hier die Blu-ray. Ja, sehr schlicht, würde ich sagen. Die, was steht da drin? Das haben sie schlau gemacht. Da ist jetzt genau der Popel drüber. Die Vergangenheit starb nicht. Sie wartet. Ja, und die nette Dame, die hier im Bett liegt. Auch so krisselig. Das ist in einem ähnlichen Style, in so einem Krissel-Style gehalten wie bei Tank Girl tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal auf die Rückseite. Da haben wir auch, da haben wir die DVD. Die sieht so aus. Auch nichts Wildes. Ab 12 ist der Film. Und hier steht... um wiedergeboren zu werden. Also die Fortsetzung von vorne. Ne? Die Vergangenheit starb nicht, sie wartet, um wiedergeboren zu werden. Na, das ist doch mal, da geht es doch schon sehr philosophisch los. Also starten wir ins Booklet rein. Hier natürlich, oh, da ist schwarz. Na okay, da kann man es dann auch mal zusammenbappen. Ne? Koch, super. Weiße Seiten haben wir hier. Okay. Eine Überdosis 70s Camp, William Girdlers, der Manitou. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder an der Kamera gewackelt, sorry dafür. Ja, wie konnte ein solcher Film entstehen? Gute Frage. Hier werden diverse Filme erwähnt, Flammendes Inferno, oh, Flammendes Inferno, den kenne ich ja. Erdbeben, den habe ich auch schon, da muss ich auch mal wieder gucken. Wird auf einige interessante Filme verwiesen. Bis das Blut gefriert. Aha.
Ja, hier geht es immer um lauter andere Filme. Ich habe ein nettes doppelseitiges Bild. Viel, viel Text. Sehr viel Text. Mystische Wesen einer fantastischen, versunkenen Welt. Also sehr viel Text und relativ wenig Bilder. Hier haben wir noch mal ein Bild. Und dann hier die letzte Seite. The Spirit of Evil, Super Zombie Lasersturm, Geburt des Dämon. Ich glaube, Geburt des Dämon ist auch so ein Titel auf einem anderen Mediabook. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Also sehr wenig Bilder hier in diesem Booklet. Dafür umso mehr Text. Also wie gesagt, ich glaube, hier handelt es sich um so einen kleinen, ja, entweder Amityville Horror oder auch Exorzisten-Verschnitt, so ein bisschen. Zumindest sieht der Trailer so aus. Mal schauen. Auf jeden Fall interessant. Und dann kommen wir zum letzten im Bunde. Das ist Killer Clowns from Outer Space. In Space no one can eat ice cream. Ja, das ist natürlich doof. Und das ist natürlich ein absoluter Trash-Movie mit, ja, Killer Clowns, ne? Der sieht abgefahren aus. Neue 4K-Abtastung steht hier drauf. Das ist doch was. Und das ist noch so ein altes Koch-Media-Book. Na, geh halt auf. Gehst du auf? So. Runter damit. Sehr interessant, ne, Koch? Ihr seid meine Helden. Diesen blöden Aufkleber mit neue 4K-Abtastung, den haben sie auf die Folie gemacht. Und den FSK-Flatschen, den haben sie natürlich wieder aufs Mediabook gebappt. Weil, halt. Was ist los mit euch, Koch? Was ist los mit euch? Ich verstehe es halt nicht. Warum muss das da drauf gebappt sein? Ihr könnt doch offensichtlich Aufkleber auf die Folie machen. Es geht doch. Hier ist es auf der Folie. Also keine Ausreden. So. Killer Klaus vom Outer Space. Schönes Frontmotiv, wie ich finde. Mir gefällt es gut. Knallebunt mit Clowns drauf. Mit lustigen Clowns. Ab 12 ist der hier auch. Na, guck mal hier. Viele, viele Clowns. Auf der Rückseite sieht es so aus. Haben wir jetzt diesmal keine Scene-Shots aus dem Film. Bisher die Inhaltsangabe. Was haben wir denn hier als Bonus, Trailer, Audiokommentar, Making of, ja, ein Haufen Zeug, ihr seht es ja, Interviews, diverse, 6 frühe Filme, geschnittene Szenen, Killer Outtakes, Storyboards und hier nur ein 16-seitiges Booklet von Oliver Nöding, der hat, glaube ich, doch das von Lasersturm auch geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und hier halt wieder die Filmangaben und Credits und hier der EAN-Code. Der Spine hier, der ist fett. Das ist so ein, das hat Koch Media, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ab und zu mal machen, aber früher haben die nur diese fetten Mediabooks mit diesem fetten Spine rausgebracht, was echt ein bisschen nervig ist, vor allem weil es unnötig ist. Das werden wir nämlich gleich sehen. Machen wir mal auf und hier sehen wir nämlich, warum das Ding so fett ist. Hier ist nämlich ein riesen fettes Tray drin. Total unnötig dick. Ich meine, hier sind jetzt 2 Discs. Wie sagen wir, so viele Discs drin? Das sind 3. Das sind tatsächlich 3. Was sind denn das 3? Was sind da alles drauf? Also hier haben wir... Die sind cool designed. Die Discs. Was sind das hier für eine Disc? Die DVD anscheinend. Da ist nochmal eine DVD. Ach so, okay. Das ist die DVD mit dem Film. Hier mit in der rosa Popcorn-Schüssel. Dann haben wir hier das Bonusmaterial. Mit einer grünen Popcorn-Schüssel. Hier, Bonusmaterial steht drauf. Und hinten, jetzt schauen wir hier erstmal. Oh ja, das sieht auch cool aus. Da
da fällt gerade eine Dame ins Popcorn, beziehungsweise wird da von der Faust gehalten. Ah, es spiegelt wieder, ne? Guck mal. So. Das ist jetzt kein durchgängiges Motiv. Hier haben wir so einen Clown, der die Weltkugel, hier Erdenkugel hier hält. So, und hier haben wir noch eine blaue Popcorn. Das ist passend natürlich. Das ist die Blu-ray mit dem Film. Ne? Sehr schön. Und hier Popcorn und die netten Clowns am Start. Ja, das hier, schaut mal, wie fett das Tray ist. Also ich meine, das Booklet ist jetzt nicht allzu dick und dann so ein fettes Tray ist ja Platzverschwendung. Muss halt nicht sein eigentlich. Ne? Aber wir starten jetzt mal mit dem Booklet. Auch hier natürlich wieder, kennen wir ja, verbickt. Hier geht es gleich ein bisschen um Cast und Crew. Es werden auch hier gleich die, oh, das ist auch interessant, die deutschen Synchronsprecher sind auch mit dabei. Werden ja auch genannt. Mhm. Dann, oh ja, das ist schön bunt hier. Drei so eine Motive von Killer Clowns from Outer Space. Ja, nette Bilder mit drin. Ja, guckt euch mal das hier an. Schaut mal, wie behindert der aussieht. Der Clown. Durchdeklinierte Clown-Motive. Ja, ja, ja. Da schaut euch das mal an. Das ist doch cool, oder? Schaut euch mal diese krassen Viecher an. Die Clowns. Super. Das ist jetzt getackert wieder, das Booklet. Was haben wir noch? Ja, noch mehr Bilder, Clowns. Mhm, warum ist denn das hier schwarz-weiß? Misanthrop im Clownskostüm. Ja, hier sind, dann sind wir auch schon durch. Haben wir nochmal ein nettes Bild mit einem pausbäckigen Clown. Ja, und dann war es das mit dem Mediabook. Packen wir gleich die Discs wieder rein. Hier die Blu-ray. Hier das Bonusmaterial. Und die DVD. Also das ist sogar eine 3-Disc-Edition. Ja, und dann sind wir auch durch hier jetzt mit der Detailansicht, mit dem Unboxing von unseren drei Neuerwerbungen aus der Osteraktion von Koch Media. Es spiegelt hier wie Sau, alles natürlich Hochglanz Media Books. Koch, ihr könnt mir doch mal einen Gefallen tun. Bringt mal ein paar Mathe Media Books. Da würde ich mich echt freuen. Ansonsten, ich bin gespannt auf die Titel. Verarbeitung der Media Books. Ich meine, so wie wir es erwarten von Koch Media. Mit den Schwächen, die Koch Media Media Books halt haben, mit dem zusammengebappten Seiten vorne und hier mit den fetten Trays, das machen sie ja jetzt anscheinend bei den neueren Veröffentlichungen, wie man hier sieht, nicht mehr. Das passt soweit und das mit den Aufklebern hier halt. Bei Tankgirl haben sie es nicht gemacht, warum? Ich weiß es nicht. Hier so, Koch, macht das weiterhin doch so, oder? Oder bappt halt den Aufkleber auf die Folie. Ist das so schwer? Ha? Ihr könnt's doch. Und wir sehen uns gleich wieder in der Normalansicht. Ja, das war's jetzt mit der Vorstellung meiner Errungenschaften. Errungenschaften? Ja, halt mit dem Kram, den ich mir gekauft habe. In der Kochfilms 3 für 2 Osteraktion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und war vielleicht auch ein bisschen informativ für euch. Vielleicht war der ein oder andere Titel dabei, der euch auch interessiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich blende euch hier wieder ein paar Videos ein zum Anschauen. Hier dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn noch nicht geschehen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da. Je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao und Servus.